Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, Jesse. Und für alle, die es verpasst haben, hier ein Best-of von unseren Promo-Streams von Pagan Online. Was hat sich geändert? So kurz vorm Release riskieren wir da auf jeden Fall mal einen Blick. Das Video wird netterweise zur Verfügung gestellt von Wargaming Online. Deswegen auch hier links oben der Hinweis. Des Weiteren haben wir auch noch den Link zu den Might and Glory Club für euch. Also, wenn ihr das noch nicht kennen sollt, vor allem Content Creators, Hashtag Streamer oder YouTuber, für die ist das sehr, sehr interessant, um hier die Highlights ein bisschen zu pushen, riskiert auf jeden Fall mal einen Blick. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleiner Hinweis: Es hat sich ein bisschen was getan in dem Spiel, steuerungstechnisch und so weiter, wurde einiges umgestellt, kann man jetzt individuell anpassen und auch der Skillbaum selbst, also da, wie die Progression der einzelnen Klassen voranschreitet. Hier hat sich auch was getan. Wir haben jetzt ein bisschen einen übersichtlicheren Skillbaum, aber wir sehen es uns gleich mal im Detail an. Auch zu Herzen genommen, passiert eh ganz selten eigentlich, und haben das System dementsprechend angepasst und geändert. Es wurden auch im Endgame-Content und so, da wurden echt ein paar Sachen geändert. Also von dem her, das sah schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Schütze dich vor dem Kampf. Ich habe mich zwar jetzt hier darauf gewöhnt, eigentlich mit WASD zu spielen, aber guck mal, wie es läuft ohne den. So. Kampf. Oh, die Bilder sind auch neu. Schauen wir mal, wie man so moved. Also wenn es mit den klassischen, auch das Loot-System wurde ein bisschen überarbeitet und hat sich ein bisschen geändert. Dann können wir gleich mal schauen, wie sich das hier so in dem spielt. Welcome to Igman, the greatest of mount. Living barrier against the demons. Ich glaube, es ist sogar. So. Wir gönnen uns jetzt mal hier. Our ancestors, guided by the gods themselves, built the Igman stronghold to serve as a bastion against the evils from the shroud. Yo. Its mighty wall, the Bedum, withstood three great wars and hundreds of demonic incursions. Wow. Es wurde echt besser. Ah, ich muss wieder WASD spielen. So. Es gibt, glaube ich, auch die Option Gameplay. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und zwar kann man hier automatisch das aufsammeln. Gold aufsammeln, Tränke aufsammeln, Artefakte. Das heißt also, es wird praktisch automatisch Gold, das brauchst du sowieso immer. Die Sachen kannst du automatisch einfach mitnehmen. Einfach Gegenstände und die anderen Sachen lasst. Also im Endeffekt müssen wir alles looten. Questgegenstände machen wir auch automatisch. Und die Scherben nehmen wir auch mit. Und dann kann man das nämlich direkt nutzen. Das ist ziemlich cool. Solange jetzt der nicht macht. Stufenaufstieg. Boah, eh ist unser harter Cooldown. Mal zurück. Und hier, Strike Action für dein Resub. Gib ihn. Okay, das sammelt. Nice, das sammelt alles automatisch ein. Ein Wähler von Drahlangriff mit einer zweihändigen Axt. Kraftsprung. Die noch nichts gemerkt. Auch. The Vechnagarda have been the stalwart defenders of Igman since the keep was built. They fought off numerous attacks by the demons and were led by King Vukashin himself against the great dragon. Ah, das war ja. Cloud.
Töte ihn, töte ihn! Da. Das hat noch zu viel, teilweise noch zu hohen Cooldown. Aber ich muss sagen, so ohne WASD. Wir haben keinen Heiltrank mehr. Ah, die Slow Motion, das ist richtig cool. Das immer auf die letzte Welle. Dass auf die letzte Welle praktisch immer die Dings kommt. Noch so ein Slow Motion. Oh nein! So, 13 Leben. War vielleicht ein bisschen knapp. Okay, ist Gold und so wird automatisch Heiltrank vollgeheilt. Ab geht's. Ab geht's. So. Either way, thank you for. Behold, a portal stone, part of the heaven. Okay, die Systeme sind eh noch gleich. Oh, das ist neu. So, aktueller Hero mit Power Level. Oh, meine ganze schöne Ausrüstung, die ich schon gefarmt hatte. Ist jetzt alles lost. Die sind ja frech, ey. Die ganze Ausrüstung. Nutze die Herstellung von Gegenständen können diese meine. Dein Char muss mal Beine trainieren. You can only the hero for. Ich muss sagen, das Einzige, was mich hier echt ein bisschen nervt, ist... Ah. Wow. Sieht auch neu aus. Das Einzige, was mich hier ein bisschen nervt, ist immer das ewige Gelaber von den einen Bengel hier in der Mitte. Begleittiere, Anpassungen. Ah, cool. Was wir geändert haben. Du bist mal draußen, dann mal viel Spaß und schön im Schatten bleiben. So. Achso, okay, also man muss natürlich wieder sagen, das ist so, wie es auch damals schon am Anfang war, für die ersten paar Levels, da habt ihr nur diese drei, unter Anführungszeichen, Charaktere zur Auswahl, bevor es dann hier auf die anderen, die müsst ihr praktisch freispielen, bevor es dann auf die anderen Charaktere dementsprechend weitergeht. Also wir haben jetzt mal den, Level 2, das ist halt, man hat im Endeffekt alles, einen Nahkämpfer, einen Range und mehr oder weniger den Tank, welchen man dann anfängt. So. Last Wave. Wow. Yo, Gift. Dann mach mal die Kleinen weg. Habt ihr gesehen, du hast teilweise immer wieder so ein kleines Mini-Lag. Als ob das im Server liegt. Puh. Geht Pagan endlich die normale Auflösung? Oh, was wir für eine fette Axt haben. Alter, wenn wir die aufwerten könnten. Richtig heftig. Okay. Also, hier bei den Optionen, was sich geändert hat. Also einerseits mal da unten, automatisches Aufsammeln aktivieren, ist im Endeffekt wie so ein Loot-Filter, dass du sagen kannst, was du haben möchtest. Dann mit der Tastatur zum Umschalten Click to Move oder WASD. Also ich finde gut, dass sie sich, also weil es war ja so, WASD war ein mutiger Schritt. Ja, weil eigentlich gibt es die Spiele nicht mit WASD. Es war soweit ein mutiger Schritt. Und ich finde das auch gut, dass sie das nicht komplett rausgenommen haben, sondern dass die Leute hier die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Und bei Graphic, Fenstermodus randlos, ich sehe es immer noch auf der empfehlenen Auflösung, die am besten zum Monitor passt.
Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Muss man mal gucken. Wie ist das Gruppenspiel? Ah, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ich hatte bis jetzt noch keine Freunde, die das gespielt haben. Muss man mal gucken, ja. Es gibt einige, die WASD haben, ich kenne keines. Aber wahrscheinlich habe ich zu wenig davon, zu wenig RPGs gespielt, denke ich mal nicht, ja. Also wie gesagt, alles auf Episch. Ich kann es dir nicht sagen, ob es geht oder nicht. In der finalen Version müsste aber eigentlich schon funktionieren. Es gibt noch kein Gruppenspiel. Was? Da war doch mal ein Update zwischendurch. Habe auch 21 9 und kann der Bass eine Auflösung. Okay, also du hast das Game. Du hast 21 zu 9 und du kannst die Auflösung wählen. Du hast alle Fragen geklärt. So. Wir geben mal die Waffen rein. Den Rest verkaufen wir. So, wir haben nur ein Talisman-Rezept, ja. Hallöche Mori. Endeffekt nehmen wir gleich die nächste Quest, oder? Wenn wir eh schon Level 7 sind. Ja, ich versuche mal nichts zu triggern, bis du auch da bist. Ka, was das ist? Spielst du es auf einer SSD schon, oder? Dass es vielleicht daran lag. Aber ich warte jetzt mal, bis du ready bist und dann machen wir Go. Dann machen wir Go. Er bewegt sich nicht, ja, deswegen warte ich ja. Ich dachte mir so, ich warte mal ein bisschen. Als guter Player dachte ich mir, warte ich mal. Nee, da schauen. Okay, go. Was war denn das für eine Ability? So, gleich weiter, gleich weiter. Es gibt nur einen Weg. Direkt jetzt. Muss man da move'n? Mit WASD ist das echt ein bisschen heftig. Warte, den dicken. Da, den haben wir gleich rausgenommen. Heftig. Wann kommt das Spiel raus? Ich glaube Ende Monat. Der hat sich auf mir. Habt ihr es gesehen? Der hat sich auf mich draufgesetzt, der Bengel. Nochmal weiter. Du kannst unter den Helden kannst du das Pet auswählen. Bin ich jetzt hier alone? Bist du woanders hingelaufen? So. Alter, die hat ja noch mehr Damage. 160 bis 187, 59 bis 89. Müssen wir noch gucken. Lightning, Attack und Fire Damage. Physical Damage ist der Shit, ne? 2, 3, 5, nice. Weniger. Okay.
Ja, Freunde, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wie gewohnt, wenn es irgendwelche zusätzlichen Fragen geben sollte, ab damit in die Kommentare. Die Links stehen unten. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.